Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute möchte ich euch mal 5 Gameboy Action Geheimtipps vorstellen. Also es sind 5 Spiele, die so etwas in die actionreiche Richtung gehen. Die meisten sind Shoot'em-ups, muss ich schon mal vorwarnen. Und die vielleicht nicht so in der breiten Masse ganz so bekannt sind. Der eine oder andere wird die Spiele natürlich kennen, aber ich kann natürlich nicht immer komplette Geheimtipps irgendwie ausgraben, weil so viel Neues gibt es dann doch nicht zu entdecken. Fangen wir an mit Burai Fighter. Ja, Burai Fighter ist ein super Shoot'em-up und zwar habe ich das schon als Kind gehabt. Und das hat die Besonderheit, es ist ganz normal von links nach rechts scrollen, also seitwärts. Es spielt aber jetzt kein Raumschiff oder ähnliches, sondern einen Typen in einen Raumanzug mit so einem Jetpack im Prinzip. Was das Spiel jetzt aber jedoch sonst noch von der Masse abhebt, ist, dass ihr zum Beispiel auch an den Rand um und unten dran stoßen könnt, ohne zu sterben. Das hat mich früher immer bei A-Type als Kind gestört und geärgert ohne Ende, dass man da so extrem irgendwie aufpassen musste. Das hat sich hier durchaus gelöst und natürlich ansonsten erwartet euch, sag ich mal, das Übliche. Natürlich eine gewisse Waffen-Power-Ups natürlich, womit ihr euch verbessern könnt. Die allgemeine Gestaltung ist einfach wunderbar und die Gegner sind sehr, sehr schön anzusehen. Auch die Boss-Gegner, die sind sehr, die blieben mir sehr im Kopf, als ich das jetzt vor ein paar Jahren für den Test, den ich mal vor Urzeiten gemacht habe, also gefühlt Urzeiten, nochmal gespielt habe, fiel es mir sofort so vor Augen und hatte ich das sofort das Gefühl, okay, da und da musst du angreifen. Das habe ich als Kind wirklich hoch und runter gespielt und auch die Technik ist wunderbar, also auch die Musik, ach, das geht sofort ins Ohr. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal so ein bisschen ein Shoot'em abspielen wollt, was jetzt so etwas abseits von A-Type und so weiter ist, ist es halt wirklich wunderbar umgesetzt. Und kommen wir zum nächsten Spiel und zwar Mercenary Force. Und das ist auch ein Shoot'em up, aber das macht das Ganze jetzt nochmal komplett anders. Und zwar auch hier Shoot'em up seitwärts, ne, von links nach rechts. Ihr spielt hier aber kein Raumschiff, auch kein Mann mit einem Jetpack, wie bei Burai Fighter. Nein, ihr spielt eine kleine Kampftruppe. Und zwar spielt das im Prinzip im japanischen Mittelalter ganz grob. Und ihr habt so eine kleine Kampfgruppe und läuft dann halt mit dieser durch selbstscrollende Level und müsst halt allerlei Gegner umwemsen, ne? Das ist das natürlich das Übliche. Die Besonderheit ist jedoch, dass ihr euch diese Kampfgruppe komplett frei zusammenstellen könnt. Ihr habt einen gewissen Goldvorrat und könnt euch verschiedene Truppentypen damit kaufen, ne? Zum Beispiel der Bauer ist natürlich etwas günstiger, kämpft aber nicht so gut wie zum Beispiel der Samurai. Alle haben eine unterschiedliche Angriffsvariante, wie zum Beispiel ne, der eine, der schießt halt schräg, der andere geradeaus etc. Und damit könnt ihr euch so eure ideale Truppe zusammenstellen. Noch eine Besonderheit, ihr könnt während dieses Ablaufes auch jederzeit die Formation ändern. Das müsst ihr auch teilweise, um da irgendwelche Hindernisse irgendwie durchzukommen, weil die sonst euch irgendwie blockieren würden. Ist, finde ich, das macht alles richtig und das Spiel ist irgendwie gar nicht so bekannt, was finde ich eigentlich sehr schade. Ich habe das Spiel eigentlich nur durch dieses wirklich sehr einprägsame Cover entdeckt, das war, mich das neugierig gemacht hat. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, falls ihr auch die Schnauze voll von Shoot'em-ups habt, spielt da mal rein, damit macht ihr definitiv nichts falsch. Es ist wirklich mal vom Setting her, vom Ablauf her mal ein ganz interessanter neuer Ansatz. Zum nächsten Spiel, Fortified Zone. Das ist ein im Prinzip Top-Down-Action-Spiel. Ihr spielt einer von 2 Charakteren, die natürlich auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also ein Männlein, ein Weiblein könnt ihr spielen. Die erfüllen natürlich so die üblichen Klischee-Sachen, sage ich mal. Der Männliche, der kann natürlich alle verschiedene Waffen nehmen und dann entsprechend auch benutzen. Dagegen die Frau, die kann nicht so viel aufnehmen, ist dafür aber etwas geschickter, etwas schneller und so weiter. Was macht ihr in diesem Spiel? Ja, ihr Top-Down-Fläche habt ihr eine riesen Karte mit verschiedenen Räumen. Ein Raum ist immer ein Bildschirm, muss natürlich irgendwie technisch alles aufgeteilt werden. Und dann müsst ihr im Prinzip eure Missionsaufgabe erledigen. Geht zum Raum XY, erledige das und das. So, und dann kämpft ihr euch von Raum zu Raum. Da lauern dann natürlich verschiedene Gegner, die könnt ihr natürlich dann entsprechend anvisieren und abknallen. Wie gesagt, verschiedene Waffen können hier einsammeln.
macht das auf jeden Fall auf technischer Seite auch sehr, sehr krass, weil ich finde die Sprites, ihr seht selber den Gameplay-Aufnahmen, sind einfach super schön gezeichnet und super groß und es läuft alles flüssig. Solche Spiele gibt es leider sehr wenige auf dem Game Boy, aber das zeigt, was man da hätte alles erreichen können, finde ich. Also Fortified Zone kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Soweit ich weiß, gab es auch einen SNES-Nachfolger, der aber nicht so geil war, aber probiert es einfach mal aus. Als nächstes Spiel haben wir Tailspin oder auch auf Deutsch, ne, Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Ich habe das die Serie als Kind hoch und runter geguckt und mir ist immer noch auch diese Anfangsmusik im Ohr geblieben. Ne? Oh, Rio, ich singe nicht, ich kann nicht singen, das ist keine Angst, ihr müsst nicht abschalten. Und das ist eine Lizenzversoftung, ne? Und das fällt aber in die Zeit der guten Disney-Lizenzversoftung. Und zwar haben sie sich da so ein bisschen die Mühe gegeben, die Entwickler, und zwar ist nicht einfach nur so ein Plattformer draus gemacht, ne? Oder man hätte auch eine Minispielsammlung theoretisch draus machen können, aber ein Plattformer wäre ja auch, hätte sich auch irgendwie angeboten, weil der Baloo ist natürlich auch auf der Erde unterwegs. Aber nein, ihr spielt den Baloo in seiner Gans, also dem Flugzeug, die wie hieß der Gans? Irgendwas mit Gans, egal. Und das ist im Prinzip auch so eine Art Shoot'em-up, aber nicht so stringent. Das heißt, der Bildschirm, das scrollt nicht automatisch. Das heißt, ihr könnt relativ frei die Level erkunden und ihr könnt quasi euch frei bewegen. Ne? Ihr könnt auch nach links fliegen, ihr könnt auch nach unten fliegen, ihr könnt natürlich Rollen machen, dass ihr es etwas abkürzen könnt und kämpft euch halt so durch die Level. Finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz, der vor allem auch thematisch zu dieser Vorlage passt. Auch hier wieder, ich merke schon gerade selber, es ist so ein bisschen Shoot'em'up, etwas anders gemacht und deswegen interessant das Video. Nur das in so einem YouTube-Titel irgendwie zu verwursten, das wäre etwas zu lang. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen, ist leider auch nicht so oft auf dem Markt das Spiel. Es auch, gehört auch so etwas zu teureren Spielen. Ich habe da ein bisschen gesucht, bis ich das endlich gefunden habe. Macht aber wirklich Spaß und das gehört auf jeden Fall zu diesen guten Disney-Filmumsetzungen. Und zu guter Letzt habe ich euch Parodius mitgebracht. Auch das ein Shoot'em'up. Überraschung. Und das Spiel punktet vor allen Dingen auf, ja, wie gesagt, der Ablauf ist eigentlich derselbe, wie zum Beispiel R-Type oder sowas. Ne? Auch hier, es ist von links nach rechts, seitwärts. Ihr spielt ein Raumschiff, kämpft euch durch die Gegner, scrollt alles automatisch, Waffen, Upgrades, bla 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 bla. So. Was das Spiel aber besonders macht, ist die allgemeine Aufmachung. Ihr könnt erstmal aus verschiedenen Raumschiffen auswählen, wobei das zum Beispiel auch ein Pinguin sein kann und ähnliches. Und ihr merkt schon, da auch vielleicht vom Namen her, das ist vom selben Machern wie Gradius und Parodius soll quasi eine Parodie sein. Dadurch ist auch die ganze Aufmachung entsprechend aufgemacht. Wie gesagt, ihr fliegt zum Beispiel mit einem Pinguin rum. Alle Raumschiffe haben natürlich Vor- und Nachteile oder Raumschiffe, also alle Schiffe, keine Ahnung, wie man es zusammenfassen soll. Und die allgemeine Levelgestaltung, die ist halt auch dementsprechend. Da gibt es halt wirklich Pinguin, Piraten und hier und da. Die Bosse sind fantastisch gezeichnet und es macht einfach Spaß, da ein bisschen durchzufleddern. Ist vom Schwierigkeitsgrad her natürlich auch hier nicht ganz so einfach. Natürlich ist halt ein Shoot'em'up, da muss man sich dran gewöhnen. Aber ich hatte meinen Riesenspaß mit dem Spiel und kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und das waren schon meine 5 Gameboy Action-Tipps. Wenn ihr auch noch irgendwelche Ideen habt, ab in die Kommentare damit. Ansonsten wird es auch nicht das letzte Video dieser Art sein. Ich habe da schon so ein paar Themen im Hinterkopf. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Macht's gut. Tschüss.